Leute, ich bin's wieder, eure Shisha-Keule. Ja, ihr hattet euch entschieden, beziehungsweise ich habe euch auf Facebook gefragt, was ihr als nächstes sehen wollt. Und ein Großteil der Community hat sich für den Hasso Cases entschieden. Die Hasso-Sorten sind eigentlich ja soweit ganz bekannt, beziehungsweise für mich ist jetzt der erste Hasso, den ich vorstelle, liegt daran, dass ich damals die Hasso-Sorten auch probiert habe. Sowohl die erste als auch die zweite Charge in Anführungszeichen, beziehungsweise diese Neuauflage gab mir damals erst diese in den Ultimate-Dosen und dann jetzt halt die fucking Freezy-Line. Und die ersten waren ja, jo, da brauchen wir nicht drüber reden. Und die fucking Freezy-Line lag, oder warum ich bis jetzt nichts vorgestellt habe, lag einfach daran, dass der Tabak für mich nicht so extrem besonders war, wie er von allen Leuten gehypt worden ist. Die Sorten waren nicht verkehrt, haben auch eigentlich gut geschmeckt, aber ja, das Zeug wurde gelobt, als wenn es jetzt irgendwie krasser ist wie Social Smoke. Und das war es meines Erachtens für mich persönlich eben nicht. Und daher habe ich auch diese Hypewelle nicht verstanden. Es ist definitiv ein guter Tabak für gutes Geld, aber ja, es wurde für mich so krass hochgelobt, als wenn es nichts Besseres auf diesem Planeten gegeben würde. Und ja, das würde ich jetzt persönlich nicht unterschreiben. Kommen wir jetzt aber mal zum Hasso Cases, und zwar ist das Kiwi Menthol. Die Hasso Dosen kennt ihr ja, es ist wieder Casey Rebel mit drauf. Im Endeffekt an der Seite ist ein 2D-Bild bzw. eine Art Zeichnung, wo man auch die Kiwi und die Eisdose relativ gut erkennen kann. 200 Gramm kosten 14,90 Euro, also vom Preis her auch noch okay, und die Sprüche hinten drauf haben sich auch nicht großartig geändert. Gucken wir, beziehungsweise ihr könnt den Tabak rein theoretisch in den Dosen lagern. Ich empfehle euch nur, lasst es immer gerade stehen, sonst läuft es euch am Gewinde entlang und das ist eine ziemliche Sauerei, weil es läuft dann nämlich doch außen raus. Sonst aber sind die Dosen eigentlich dicht. Der Schnitt ist eher im mittleren Bereich, er ist relativ feucht, also meines Erachtens etwas zu feucht. Hier könnte definitiv etwas Molasse in Anführungszeichen weniger drin sein, denn selbst wenn man umrührt, ich weiß nicht, ob man es in der Bowl schon sieht, nach ein paar Zügen, yo, läuft euch die Suppe da wirklich unten oder den ganzen Kopf entlang. Helle Stellen habe ich keine gefunden, aber hätte mich auch bei der Feuchtigkeit sehr gewundert. Vom Schnitt kann ich im Endeffekt vergleichen mit Social Smoke, definitiv okay, sowohl im Hotshot RT als auch im normalen Tonkopf geht das auf jeden Fall klar. Dann kommen wir mal zum Geruch. Ja, und wenn man dran riecht, merkt man relativ schnell, dass hier eine gute Mentholnote vertreten ist. Sie ist jetzt in den Augen, wenn man so einen leichten Stoß reingibt, schon stechend. Allerdings so beim Einatmen verspürt man es nur mäßig, dass eine Kühle vorhanden ist. Es riecht süß und ich würde diese Kiwi, also für mich, ich persönlich habe ein paar Kiwi-Sorten sowohl von Adalia als auch zum Beispiel Alfaja geraucht. Und für mich persönlich, Start Now war unter anderem auch dabei, für mich persönlich war eigentlich so der AF-Kiwi das angenehmste Kiwi-Aroma. Ich würde das hier doch deutlich eher in die künstliche Richtung setzen. Riecht aber definitiv nicht verkehrt. Dann kommen wir kurz zum Setup. Rauchte mir das Ganze heute in meiner Ruka Wenge mit der Ulis Clear Bowl. Gebaut habe ich das Ganze im Hotshot der Tee mit Phoenix und 3 Black Coco Kohlen. Zum Rauch brauche ich nichts sagen, ihr seht, das Ganze qualmt ziemlich gut. Was haben wir im Geschmack? Also gerade wenn man das Ganze einraucht, merkt ihr, dass es doch relativ süß ist und gerade diese kühle Mentholnote, finde ich, sich sehr gut am Gaumen ablegt. Zu dieser Mentholnote ist zu sagen, sie ist jetzt nicht übertrieben krass, sondern läuft eigentlich eher so ganz smooth mit dabei. Also ich persönlich finde es sehr, sehr angenehm, weil es halt den Flavor in Anführungszeichen übertüncht bzw. verfälscht. Wie gesagt, es ist sehr süß. Das merkt man doch deutlich auf der Zunge auch. Ihr habt weder ein Drücken noch ein Kratzen. Die Dosen, ich weiß, Hasso hatte eine Zeit lang ein bisschen Probleme mit einer Produktion. Ich weiß, den Chill Cheetah hatte ich damals auch. Der war doch sehr, sehr unangenehm beim Rauchen, da das Ganze sehr gedrückt hat. Haben wir in dem Falle gar nicht. Also auch bei der ganzen Dose bis jetzt lässt sich das sehr angenehm rauchen. Und zu dieser Kiwi kann ich sagen, sie ist sehr, ich will jetzt nicht sagen, unbedingt verhalten. Allerdings hätte sie für meines Erachtens etwas stärker sein können. Sie ist ähnlich wie im Geruch, allerdings wie gesagt etwas abgeschwacht und ich würde es definitiv auch in so eine künstliche Kiwi reinschieben. Ja, was kann ich als Fazit geben? Ich muss sagen,
der Kiwi hier, beziehungsweise der Hasso hier, hat mich doch schon überzeugt. Ich persönlich rauche ihn sehr gerne, weil es trifft auch eigentlich meinen Geschmack. Wie gesagt, es könnte etwas intensiver von der Kiwi-Note sein. Ich kann auf jeden Fall meine Probier- beziehungsweise Rauchempfehlung rausgeben. Denn, wie gesagt, es ist für mich ein sehr angenehmes Kiwi-Aroma. Auch gerade mit dieser leichten Mentholnote ist das für mich sehr, sehr angenehm. Ja, dann war es das auch schon wieder heute, kurz und knapp. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, wünsche euch eine ruhige Restwoche, natürlich guten Rauch. In diesem Sinne bin ich raus, haut da rein!